cominciata io non saprei, la storia è infinita con te, che sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro. Ciao und herzlich willkommen, meine verehrten Damen und Herren. Willkommen im Hollywood Palace zu einer neuesten Episode. Heute geht es um das Thema Italien. Passend dazu haben wir Getränke und italienische Zigarren, aber sind nicht unbedingt von mir, die sind von Alexander Haas. Sie werden sich vielleicht erinnern, Alexander Haas, der war zum Frankreich-Video nochmal da. Und Intention ist ja, dass wir so ein bisschen die Welt entdecken und erschmecken und erriechen. Und Ziel ist es, noch weitere Folgen international zu drehen. Aber heute möchten wir uns erstmal auf Italien, auf Sizilien, auf die Mafia, auf Rom, auf den Vatikan und alles, was dazu gehört, konzentrieren. Und deswegen heiße ich Sie bitte recht herzlich willkommen, mein Freund und Gastdozenten Alexander Haas. Buonasera, Signore. Buonasera, Signore. Bitte schön, komm mal rein. Grazie mille. Alexander, schön, dass du da bist. Freut mich. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf bei dir. Ja, gerne doch. Hast ja wieder schöne Sache heute mitgebracht. Heute ist alles italienisch. Ganz genau. Und um da jetzt nicht ewig darum rumzureden, sondern stell doch mal den Leuten vor, was mir heute hier, um was es heute geht. Ja, wie beim letzten Thema, wieder eine feine Spirituose und eine Zigarre stellen wir euch heute vor. Diesmal, passend zum Thema Italien, habe ich gedacht, das ja, Nationalgetränk, kann man fast sagen, ja, oder die Nationalspirituose, besser gesagt, von Italien, der Grappa. Und hier eine hoffentlich feine und edle Variante, die ja dem Kevin munden wird, Grappa Invecchiata. Invecchiata, gereift, alt, also ein fast gereifter Grappa aus dem Hause Berta. Ich hoffe, man versteht mich jetzt noch. Der Brick del Gaian, ein Grappa aus der Moscato di Asti Traube, 8 Jahre fast gelagert in verschiedenen Hölzern, sowohl Eiche als auch andere Hölzer, Kastanie und was nicht alles noch dabei ist. Ja, ein Grappa, der diskontinuierlich destilliert wurde, also im klassischen Brennblasen-Potstill-Verfahren, würde man bei Scotch sagen, also das Beste vom Besten, wie wir es kennen. Ja, das als hoffentlich wohlmundiger Tropfen. Und dazu, ja, habe ich mir überlegt, was machen wir dazu als Zigarre? Ja, in Italien hat fast denselben Bekanntheitsgrad wie der Grappa eine Zigarre. Ist die Toscanello. Ja, sieht ein bisschen schäbig aus. Ja, aber so wird sie auch schmecken, so wie sie aussieht. Ja, ist dort sehr bekannt. Normalerweise kann man sie in der Hälfte, in der Mitte durchschneiden. Dann hat man zwei, also, oder man kann sie im Ganzen rauchen. Gibt auch eine Edelvariante davon. Für weit über 30 Euro habe ich leider nicht bekommen. Aber ich habe gedacht, ja, okay, bleiben wir im Thema wie beim letzten Mal. Wir sind wieder in Kuba, aber haben auch wieder eine Edition Regionales mitgebracht. Und zwar... Das ist die Kiste und das ist die wunderschöne Zigarre La Gloria Cubana Invictus. Ein klassisches Robusto-Format und ja, die Marke La Gloria Cubana ist eine sehr kleine kubanische Marke, ist leider nur mit einem Format in der Standardserie vertreten. Nur ein? Ja, leider ist sie so sehr ausgedünnt worden, aber sie hat sehr große Beliebtheit in den Editionen Regionales, in den Sonderserien und da sie... am laufenden Band immer noch mit relativ vielen Formaten vertreten. Auch hier im klassischen Robusto-Format, Exclusivo Italia, also auch wieder nur im Jahr 2017 ist sie rausgekommen und ja, aber eigentlich dann 2018 für den italienischen Markt erhältlich und auch nur für den. Ja, und die wollen wir heute mal mit dem lieben Kevin zusammen verkosten. Stell dir mal vor, wie du da alle immer da drankommst. Ja,
Kontakte, Zigarren vernetzen, Zigarren verbinden. Ja, du bist weltweit. Ja auch in verschiedenen Clubs noch drin. In Wiesbaden ist da auch so eine Riesenversammlung. Ja, Wiesbaden im dortigen Zigarrenclub, Wiesbaden Mainzer Zigarrenclub, Zigarrenclub nennt sich der, CCC. Sonst kommt man immer, wenn man Internet CCC sucht, auf den Chaos Computer Club. Bei unserem Fall Zigarrenclub, ja. Ist dann ein bisschen irreführend manchmal, aber ja. Ist das so eine elitäre Gesellschaft oder kann da jeder da Mitglied werden? Da kann jeder Mitglied werden. Ist ganz, ganz locker. Alle Leute sind da vertreten. Ist ganz egal, sag ich mal, wer man ist. Hauptsache man ist Genussmensch. Das ist das. Und das ist ja das, was uns alle vereint. Ganz genau, genau. Ja, gut. Dann, ich meine, die anderen werden wir ja wohl nicht rauchen, oder? Die, ja, genau. Die werden wir nur herablassen, begutachten. Ganz genau. Und okay. Ja, dann gehen wir mal ran. Ja. Ich habe sie diesmal noch nicht vorprobiert, muss ich dazu sagen. Letztes Mal, die aus Frankreich hatte ich schon vorprobiert. Diese bin ich jetzt auch komplett heute. Nein, das ist ja umso besser. Ist ja umso besser. Dann entdecken wir wirklich mal ein Neuland. Ja. Also. Macht sich. Ja. Sie ist noch relativ jung, relativ in Anführungsstrichen. Wir haben hier ein Boxing Date Dezember 2017. Können wir nachher noch bestimmt ein Foto mal machen? Ja, sicher. Ja, und sie riecht sich noch, wie gesagt, relativ frisch, bisschen aromatisch, grasig, blumig, leicht süßlich. Lässt hoffen, ja, einfach zünden und entdecken. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn wir soweit sind. Che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però. So, jetzt haben wir es endlich auch mal so gemacht, damit jeder zufrieden ist. Ganz genau. Das letzte Mal war ja die große Grundsatzdebatte, erst schneiden, dann zünden oder andersrum. Wir haben es jetzt beide entgegengesetzt gemacht. Also wir hoffen, dass wir jeden glücklich gemacht haben. Genau. So, aber jetzt wollen wir mal hier das Exclusivo Italia. Mal gucken, was wir hier finden. Ja, die ersten Züge. Also geht schon mal ein schöner Zug. Mhm, ja, schön. Ist nicht zu schwer, aber auch nicht zu leicht. Genau. Ja, cremig. Züge. Mhm. Finde ich auch. Kommt schön, wunderbar leicht, aber auch nicht zu schwach daher. Ja. Für den Anfang. Und ich würde sagen, das kann ich mir auch schön so in der italienischen schönen Nachmittagssonne oder frühen Abend vorstellen. Ist nicht zu schwer wie eine ganz starke dunkle Havanna, aber auch nicht zu leicht jetzt wie eine ganz helle milde Domrep. Das ja, ist eine schöne mittelkräftige. Genau. Können wir vorstellen, dass auch ein Stückchen Curro und schöne Espresso. Genau, genau. Das könnte auch ganz gut harmonieren. Ganz genau. Mhm. Macht Lust auf Urlaub. In der Sonne. Ja, ja, das muss man schon sagen. Ja. Ja, wollen wir mal gucken, was die anderen Geschmacksnerven von dem. Ganz genau. Ja, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Grappa kennt man ja sonst beim Italiener vielleicht so, nach dem Essen wird einer vom Wirt ausgegeben und ist so ein ganz klarer, so, ja, rollen die Fußnägel hoch. Wie so ein Weißwein. Genau. Ja, ich hatte neulich eingetrunken, das war hier oben in der Nähe. Mhm. Und
der war ja so scharf. Ja, genau, da denkt man auch, boah, das, also ja. Rachenpulze oder. Also hier, das war gruselig. Ja, da kann ich mir. Das kannst du als Kalklöser verwenden. Ganz genau, kann ich zum Desinfizieren nehmen. Aber hoffentlich hier schon mal das Aroma sehr anders. Ich finde, ist auch Zitrone mit drin. Genau. Schöne Zitrus-Grapefruchtnoten finde ich hier. Wirklich schade. Ja, also ganz anders als Grappa, wie man sonst wahrscheinlich ja, so kennt. Es ist ja immer so, was du bezahlst, das bekommst du auch. Ja. Normale Billigheimer-Kram, eigentlich dürfte man das gar nicht annehmen, wenn die Frau wohl sein aufs Haus. Ja. Gut, ein Ramazzotti kann man trinken, da kann man nicht viel falsch das machen. Stimmt, aber das stimmt. Oh, da war das Duft, du. Ja. Das lässt hoffen, wie man so schön sagt. Ja, Alexander. Zum Wohl. Cheers. Danke für die Einladung mal. Schon was anderes. Ja. Ja. Hat einen schönen Antritt, 43%. Aber kräftig, merkst du. Ja. Mm. Aber sehr schön aromatisch. Ja. Was man auch so gerochen hat, damit geht es auch im Mund erstmal weiter. Schöne Grapefruchtnoten. Ja. Schön fruchtig, extrem fruchtig. Doch, also. Mit auch schon cremigen und auch schon an leichten Gewürzen merkt man. Wie gesagt, ja, 8 Jahre Fasslagerung kann ich nicht ganz verstecken. Nee. Sehr schön, geht dann langsam über von dieser Fruchtigkeit in die Cremigkeit, finde ich wunderbar. Ist alles schön rund. Ja. Es ist nicht so extrem. Genau. Also, toll. Freut mich sehr, dass es wohl bekommt. Ja, ich hätte da noch einen Wein da, einen italienischen. Oha. Wollen wir noch einen Wein aufmachen? Oh, da bin ich mal gespannt, was du da hast hier. Ja gut, beim nächsten Schnitt hole ich den Wein, trinken wir noch ein bisschen Wein dazu. Genau. Aber auch hier, ich muss sagen, von der Kombination her, die fruchtige, leicht holzige Cremigkeit mit den Gewürzen vom Grappa passt gut zu der Zigarre, muss ich sagen. Holzige Cremigkeit, das ist aber auch ein toller Begriff. Ja. Aber es passt, ja. Zu der schönen, sanften Würze, mittleren Stärke. Ich finde, die sind auch stärkemäßig ungefähr auf einem Level. Beide so in der Mitte, nicht zu kräftig, aber auch nicht schwach. Nee, das harmoniert schon. Ja. Gut, meine verehrten Damen und Herren. Wir verschaffen uns jetzt einen größeren Überblick über die Zigarre und rauchen noch ein bisschen weiter und kommen dann wieder mit entsprechenden Notizen und vielleicht sogar mit einem Gläschen Wein zurück. Also, bis gleich. Ciao, bis dann. So, herzlich willkommen zurück. Ciao, Amici. Wir melden uns nochmal zurück. Nochmal ein paar kleine Worte zur Destillerie Bertha. 1947 gegründet im Piemont, Nizza Monfalco. Ich bin mir nicht ganz sicher, nochmal, wie man den Namen genau ausspricht. Wir können es nochmal einblenden nachher. Seitdem in Familienhand und auch der jetzige Besitzer versucht, die Tradition fortzuführen. Hm. Alles im schönen diskontinuierlichen Verfahren, also die Kupferkessel werden nach wie vor genutzt, was alles ein bisschen zeitaufwendiger ist. Das Fasslager, was ein bisschen in die Erde eingelassen wurde, alles noch ein bisschen von der Machart her traditionell. Aber die Ausstattung ist schon modern. Mhm. Also man versucht hier beides aus besten Welten zu verbinden. Resultat, finde ich, kann sich sehen lassen. Ja, und auch schmecken. Ja, mit ein bisschen Luft nochmal süßer, würziger, vanilliger, ein bisschen die Grapefruit und Moscatel, also die Traube selber sagt man, Moscati di Asti, kommt immer sehr schön durch, auch beim Brennvorgang. Finde ich auch mal eine richtige fruchtige Muscatella-Weinnote. Das hat jetzt aber nichts mit dem Billigheimer Asti zu tun, oder? Nee. Also die grundsätzliche Traube ist ursprünglich die gleiche, aber wie bei allem, man kann was Ambitionierteres anstreben und man kann ein bisschen letztlich fair was machen. Ja. Weil Asti, das ist ja auch so ein. So, ja. So ein Hilferuf, ne? Genau, also so normalerweise für den Pyjama-Abend für die Mädels ganz süß. Ja, und da passt und es. Genau. Da passt es, ja. Ja. Nee, so süße Sache, ich weiß nicht, auf Dauer, ich meine, ich krieg da so einen Kopf von. Okay, okay. Und ich hatte mal, vom Nachbarn so Flasch Faber-Sekt geschenkt bekommen. Und ich habe schwer gelitten, also ich hatte so einen Kopf gehabt.
war unglaublich. Deswegen, ich trinke überhaupt keinen, auch die anderen Billigschalme, die, wie heißt das, das Rotbäckchen? Rotkäppchen, die Billigschalme-Varianten davon, die süßen, ja. Und nicht immer die trockenen trinke ich. Ja, ja, stimmt. Weil die schmecken so holzig und so. Ja. Die werden ja auch in riesen Stahltanks da. Genau. 100.000 Liter. Das ist das größte Sektfass, glaube ich, der Welt, steht bei denen. Ja. Nee, im Osten. Im Osten, ja. Das ist da das größte, glaube ich, Sektfass der Welt, glaube ich, was dieses, oder ist es deutschlandweit? Können wir mal gucken. Ja. Ja, auf jeden Fall, man merkt, ich finde auch bei allen Sachen, auch bei den süßen Sachen, bei den ambitionierteren, die sind nie pappsüß, so klebrig süß. Auch wenn man süße, edlere Weine hat oder Spirituosen, die sind nie so einfach billig so bonbonsüß. Ja, was Glück. Ja. Ja, haben wir noch mal Feuer? Meine, ja. Hat sich irgendwie verabschiedet. Kein Problem. Dankeschön. Bei frischen Zigarren durchaus mal ganz üblich. Ja, das muss ich auch noch mal nachkorrigieren. Die Marke La Gloria Cubana, 1855 gegründet in Kuba. Sehr alte Marke, mit einer der ältesten und hatte auch Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Und mit ganzer Reihe von Formaten war sie damals am Markt vertreten und beliebt. Ja, heute zusammengedampft leider auf ein Format, aber sie lebt in den Editionen Regionales, also in den Editionen von Havanna, von Habanos SA, die sie jemals für den einzelnen Markt ausbringen, wie wir es im letzten Video zu Frankreich schon beschrieben haben, bringt sie immer für jeden Markt eine bestimmte Zigarre für ein Jahr meist raus. Und da ist sie stets beliebt, die Marke, und da lässt man sie mit den alten klassischen Formaten oder auch neuen Formaten immer gerne wieder aufleben. Und Gott sei Dank bleibt sie damit ein bisschen erhalten und ja, auch wenn sie natürlich wie alle Zigarren aus Kuba nach und nach ein bisschen schwächer geworden sind, sage ich mal, nicht mehr ganz so kräftig, hat man hier noch ein bisschen einen Anklang an alte Zeiten nochmal gefunden. Weißt du, ob das, was jetzt als nächstes kommt, was 2020, oder gibt es da so einen Fahrplan? Ja, die stellen schon mal, sage ich mal, ab und zu mal für die Edition Limitada oder manchmal auch für die Edition Regionale schon frühzeitig Pläne vor. Hm. Für Italien weiß ich jetzt noch nichts Genaues, was da jetzt kommen soll. Nee, ich meine, welches Land, wenn das immer wieder was anderes ist. Also die machen ja für verschiedene Märkte, wie gesagt, also manche bekommen jedes Jahr ihr eigenes Format, ihre eigene Zigarre. Ja. Manche bekommen nur ab und zu mal was. Es ist je nachdem, was rauskommt, was gefordert, was gewünscht ist, was bezahlt wird, mafiös, ist da in der Branche auch nicht unüblich. Ja, ja. Je nachdem, kommt es immer drauf an. Kann man nicht unbedingt immer direkt 1:1 vorhersagen. Manchmal, wenn man Informationen kriegt, kriegt man da schon ein bisschen was raus. Gibt viel im Internet, auch da. Und die Gerüchteküche natürlich kocht auch mal heiß. Ja, naja. Spannendes Thema, wird spannend erwartet. Was kommt jetzt demnächst raus? Und warst du eigentlich, hast du mit Italien eigentlich größeren Kontakt? Also warst du auch schon mal in Italien? Ich war schon mal in Italien im Urlaub, ja. Früher als kleines Kind, da habe ich nie was von mitbekommen, da waren meine Eltern sehr gerne da. Und ja, einmal hatte ich einen sehr schönen Urlaub, das war 2013, waren wir in, wie heißt die Gegend nochmal? Ligurien, sehr schöne Gegend, wirklich sehr schön. Und die habe ich durch eine italienische Freundin Zigarren geschickt bekommen, lieben Dank dafür. Und ja, so bin ich stets mit Italien ein bisschen verbunden. Weil ich finde, das ist auch auf YouTube, gibt es ja so in der Form auch noch nicht, dass wir jetzt so national da mal so einen Tag einschieben. Mhm. Ich meine jetzt mit Artikel, ja bitteschön. Dankeschön. Mit dem Artikel 13, das war natürlich, ich meine, auf der einen Seite sehe ich es ja ein, dass Urheberrecht auch geschützt werden muss. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Und ich meine, die Leute haben sich gewünscht, dass ich auch mal ein Wort darüber verliere. Okay. Also irgendwas von 1,5 Milliarden Downloads jeden Tag illegal, was rausgezogen wird. Natürlich ist das ein riesen wirtschaftlicher Schaden, der da vorherrscht, ne? Das ist mal klar. Ich weiß halt nur nicht, dass mit diesen Upload-Filtern, wenn da irgendwas in der Richtung passieren sollte, inwieweit ich dann eingeschränkt bin mit meinem Ganzen. Ja. Weil es ist ja so, Kernelement meiner Filme, es ist ja immer letztlich die Musik. Heute hatten wir es mit Eros Ramazzotti. Genau. Und ein bisschen was von der Pate. Genau. Und das sind natürlich, meine Musik ist ein ganz wichtiges Thema, gerade bei Filmen. Das ist für Emotionen und alles wichtig. Und deswegen, ich sage gleich vorneweg, falls ich nicht imstande dazu sein sollte, diesen Standard, der aktuell vorherrscht, weiterführen zu können, bedingt durch die Restriktionen, werde ich dann wohl oder übel auch mal Dienst quittieren müssen. Ja, das wäre sehr schade. Das was ja schon viele vermuten. Wie geht es dann weiter? Wie wird das jetzt national umgesetzt? Ja, ja gut, ich meine, wenn es die Möglichkeit gibt, ich kann ja Musik auch lizenzieren. Ja. Ich kann die auch kaufen.
Dann und bisher hat es doch aber auch schon funktioniert. Wenn irgendwas eingespielt wurde, wie bei letzt LA bei Frankreich, das wurde ja auch sofort angezeigt, dieses Video enthält Musikcontent von so und so. Genau, richtig. Und die Monetarisierung ist für dich dann verboten oder beziehungsweise wenn du sie einsetzt, dann geht das Geld sofort an den Rechteinhaber. Ich verdiene ja schon ewig nichts mehr mit dem Ganzen. Du machst ja eh zur Freude. Ich verdiene ein paar Peanuts da, damit putze ich mir den Mund ab. Also ich meine, darum geht es ja auch nicht. Das ist ja, es geht ja hier, es ist ja auch für die Kunst muss man eben Opfer bringen. Das ist mal logisch. Aber wir sitzen hier eigentlich aus Freude aus. Ja, deswegen, Für euch, für uns. Und ich meine, es wäre für mich persönlich sehr schade, weil wenn ich jetzt mal, manchmal habe ich so eine Anwendung, da zappe ich mal durch, was habe ich denn alles in den letzten Jahren eigentlich so gedreht und manchmal bleibt mir dann, ich hasse eigentlich meine Videos selbst zu gucken, weil das ganze Gelaber da von mir, aber ich finde manchmal so diese Einspieler und so, auch mit der Musik, das mit dem Phil Collins, mit dem Easy Lover, das waren... Es macht immer, es gibt einen lockeren Einstieg immer, sehr schön. Es lockert auf. Ist es auch. Und deswegen, also ich wäre sehr traurig, wenn ich das alles aufgeben müsste. Muss ich schon sagen. Ja. Aber wir warten es ab. Es dauert ja noch, bis da konkrete Züge angenommen werden. Ja. Und ihr kennt es bei der Politik immer erst darauf dann was setzen, sobald es wirklich da ist. Alles andere davor ist ja. Ich meine, das Netz hat natürlich getobt. Ne? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nie mehr CDU, Ratten der SPD. Vor allen Dingen, das Problem war ja auch wieder, was die vorschieben, was ich so mitbekomme, sind ja nicht die kleinen Urheber, die was bekommen, sondern die Verwertungsgesellschaften, die großen Verlage, die lobbyiert haben und da was gemacht haben. Naja, und ich meine, auch der ganze, das jetzt mal auf eine andere Schiene zu heben, jetzt ist doch jeden Freitag diese... Fridays for Future, genau. Fridays for Future, das Wort hat mir gefehlt. Ja. Ich meine, das ist auch so ein Punkt. Jetzt ist es Freitag für die Umwelt, aber irgendwann ist das Thema vielleicht mal ausgelutscht. Ja. Und die Schüler sagen, ja, Moment mal, wir wollen trotzdem Freitag frei haben. Genau, wir wollen Freitag frei, das ist ja die Option. Ich habe da auch jeden Moment genutzt, um rauszukommen. Wir kennen sie, bestimmt auch. Ja. Aber ich meine, wenn wir das jetzt einreißen lassen und von oben noch gebilligt wird, ich meine, dann können wir sagen, freitags ist Umwelt, donnerstags demonstrieren wir für die Delfine und mittwochs für alle, die nur ein Bein haben. Also du kannst ja dann für immer irgendwas finden. Rein theoretisch für immer, solange es von oben, wenn es von oben gedeckt wird, dann... Ja. Aber ich meine, das ist halt der Punkt, dieser Doppelmoral, wie es mir auch in Berlin vorherrscht. Ja. All die Leute, die da auf die Straße gehen, die müssten das dann aber auch leben. Ja, das ist auch die Sache. Ja, klar. Und das machen sie danach, gehen zum Meckes und hauen sich was rein. Oder lassen sich dann von der Mutter mit dem Porsche Cayenne daher zum Musikunterricht fahren. Immer logisch. Ja. Also das haut da natürlich nicht hin. Ne? Also wenn schon, dann auch richtig. Dann auch konsequent, genau. Ja. Also, wir leben den Genuss dafür konsequent. Ja, das muss man schon sagen. Vielleicht auch manchmal mehr als gut ist, aber... Ja. Das ist schon wieder leer. Tja. Ach, wenn man einfach sowas mit dem normalen Grabber vergleicht, dann gibt es... Kannst du gar nicht. Ja, gibt es eigentlich keinen Zurück mehr. Kannst du gar nicht vergleichen. Die Zigarre, Kevin, hoffe ich, ist dir noch treu und gewogen. Ja, ist wunderbar. Ja. Ich habe sie jetzt einmal nachfeuern müssen, aber ist vielleicht auch meiner Missachtung geschuldet, weil ständig ist man ja am Rummachen und Rumrennen. Dass man da, hat nichts mit der Zigarre zu tun, das ist halt die Missachtung meiner Seite. Und da ist es natürlich gleich kritisch. Filmtechnische, alles ganz normal. Ja, alles normal. Ich finde, sie wird richtig schön, sie legt da meine Cremigkeit ein bisschen zu, die Würze verstärkt sie ein bisschen, wird verdichtet das Aroma. Ja, wo wir schon bei Italien sind, ist ja jetzt ein Riesenaufruhr. Der Vatikan mit seiner ganzen Missbrauchssache und dem ganzen Scheißdreck da. Ich meine, es ist natürlich schon spannend, wenn man mal überlegt, was in dem Vatikan alles für Informationen in den verschlossenen Türen liegen, wo vielleicht so manch eine Wahrheit sich finden lässt über manche Geschehnisse. Also, ich meine, es reden immer mehr Leute aus. Ich meine, ich bin auch draußen. Ja. Das war mit 18 einer meiner Geburtstagswünsche an mich selbst, bin ich gleich zum Landratsamt gefahren und raus damit. Und ich meine, bist du in der Kirche? Nee, ich bin auch nicht in der Kirche. Ich war aber von den Katholiken betrachtet bei den Ketzern, aber da bin ich auch dann schon vor einiger Zeit ausgetreten. Hm. War ich beim Landratsamt auch und dann habe ich mir extra sogar einen Tag frei dafür genommen, weil zwischen 9 und 12 Uhr nun war damals das Amt geöffnet. Ja, wie es halt so ist. Aber Naja, aber es ist schon, Italien ist schon, ich esse sehr gern Italienisch, muss ich sagen. Ja. Jeden Freitag gibt es bei uns hier in der Osteria so eine riesen Pizza. Oh ja, sehr schön. In der Diele, hier ist so eine Kugel, kannst dich kaum mehr rühren, schwer atmen. Ja, ja. Aber es ist schon,
Vom Genuss merkt man, sie verstehen schon was. Ja. Ja, vor allem, und das muss ich den Südländern, auch wenn ich nicht unbedingt immer ein Freund von Südländern bin, aber ich muss sagen, das muss ich denen hoch anrechnen, ist der Knoblauch, den die verwenden. Die genieren sich da nicht, auch wenn man ein bisschen riecht und so. Ja, das ist ganz üblich, weil der Nachbar riecht ja genauso. Ja, eben. Manche hat immer ein bisschen Skrupel im Büro und so, denkt, oh je, was denken die Leute und so. Ja, so typisch deutsch. Es ist hier nicht so bekannt halt und verbreitet, das stimmt, ja. Also ist dir mal aufgefallen, wenn du mal so im Ausland bist und ich meine, ich sage immer, ich bin zwar deutsch, aber ich sehe mich nicht so ganz so typisch deutsch. Aber wenn du dann mal im Ausland bist und da läuft es eben nicht, dass der Bus um die Minute kommt oder das stimmt, dass der da pünktlich ist und so, und du guckst dann schon auf die dann Uhr. Merkt man schon, was für Gewohnheiten man halt aus seinem Heimatland, sage ich mal, natürlich halt hat. Ja, ich bin immer da in Italien da rumgefahren, durch Rom im Auto. Hier, ich habe ja nur geschwitzt. Ja, das glaube ich auch. Da fährt ja jeder, wie er gerade kommt. Ja. Und er wird gehobt und zack. Ja. In Nizza sind wir mal gewesen, ist Frankreich schon, aber da ist es genauso. Und Imperia, wo wir unten waren, also die fahren da wirklich, wir haben uns gewundert, da fahren alle die großen Roller statt Motorräder. Ich habe meinen Vater gefragt, warum. Ja, weil sie zu faul sind, das Bein zu heben, da können sie einfach reinrutschen. Und mein Kumpel, der mit mir unten war, der hat auch schon gesagt, ich wundere mich, dass die nicht hier alle wie Fliegen an der Wand kleben, an der Mauer kleben. Ja, aber es schaut echt scheinbar hin. Bei uns wird das total Chaos. Ja. Ich habe mich da richtig gefühlt wie der Störfaktor, weil die fahren alle und die sind es gewohnt, wenn die Ampel rot ist, dann fahren sie drüber, weil sie wissen, bei grün bleiben die anderen stehen. Ja, Achtung, jetzt komme ich. Ja, das ist... Wow. Also man merkt, da merkt man das schon wieder, die Unterschiede ein bisschen. Ja. Und dann, als wir Autobahn gefahren sind und wieder zu Hause in Deutschland waren, wir haben uns erstmal gewundert, wie breit ist die Straße und wie glatt ist die? Das ist ja der Wahnsinn. Das glaubt mir ja gar nicht. Wundert sich. Ja. Und trotzdem beschweren wir uns über die miesen Verhältnisse. Ja. Aber es gibt ganz andere Verhältnisse. Ja. Ja. Und das war nur Norditalien. Ja, vom Süden wollen wir gar nicht reden. Ja, ich habe ja jetzt hier, um das ein bisschen mal zu erweitern, die ganze Angelegenheit, wir haben jetzt den schönen Grappa gehabt und es ist halt jetzt eingefallen mit dem Wein, das ich den noch habe, auch aus Italien, aus der Region Apulien. Den Wein hatte ich schon mal getrunken, das ist jetzt ein 17er Jahrgang, gut, Jahrgänge verändern sich, aber ich hatte ihn sehr fruchtig, sehr süffig in Erinnerung, hat jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt zu oxidieren. Und ich denke, so Gläschen Wein könnte jetzt eigentlich schon mal gar nicht schaden. Könnten wir doch mal probieren, ja, auf jeden Fall. Da kriegen wir nochmal einen Kontrast. Ganz genau. Ja? Ganz genau. Kommst du da dran? Ja. Schenk dir mal ein Ei. Ich dachte, der Gast zuerst. Ich bin der Gast, aber. Ja, eben drum. Das ist der andere Part zuerst. Schöne Farbe. Ja, wundert sich nicht, dass es verschiedene Gläser sind. Ich weiß nicht, wo ich die anderen hin habe. Ich habe 6 Stück, alle von der gleichen Sorte. Jetzt sind nur noch 2 da. Probieren wir mal. Wichtig ist, denke ich mal, dass er doch gut schmeckt und riecht. Also schmecke tut er. Ich bin mal sehr gespannt. Wir können ja mal die Flasche, ich meine, sie wissen ja gar nichts. Das hier ist die Flasche, um die es geht. Epicuro Appassimento Prodotto in Italia. Steht hier noch was drauf? Die Trauben des Epicuro werden einem natürlichen Trocknungsprozess unterworfen. Eine traditionelle Weinbautechnik in Apulien, die außergewöhnlich konzentrierte und langlebige Rotweine hervorbringt, vollmundig, warm, mit würzigen mediterranen Kräuternoten und einem Korb voll reifer Früchte, schmeichelt er den Gaumen und betört alle Sinne. Empfohlene Trinktemperatur ist 16 bis 18 Grad. Oha. 15 Volumenprozente, also der hat auch schon der hat ordentlich. Dampf, ja. Der rutscht auch gut. Oh, riecht schon sehr voll. Voll ist er ja, aber er ist nicht zu schwer. Mhm. Jetzt durch die Zigarre merke ich im Abgang die Säure, so eine feine. Am Anfang viel Frucht. Ja, sehr viel Frucht. Ja. Nicht zu viel Tannin, was bei Zigarren immer ein bisschen Gefahr läuft bei der Kombination. Wenn zu viel oder noch sehr jung sind und sehr tanninbetont sind, dann kratzt die ganze Kombination ein bisschen. Aber hier, der ist schön ausgeglichen. Ja. Genau, Frucht, bisschen Säure. Nicht zu viel Tannin, also ich denke auch zu der Zigarre eine gute Wahl, Kevin. Mhm. Sehr gut.
Ja, den gab es beim Edeka. Okay. Habe ich den mal gekauft. Ja, das Leben ist schon schön, wenn man es schön macht. Das stimmt. Ja. Mit Genuss wird das Leben einfach schöner. Ja, man, es ist schon wahr. So, dann machen wir jetzt nochmal einen kleinen Cut. Wir werden uns nochmal zurückziehen und Besprechungen führen und dann kommen wir wieder auf Sie zurück. Bis gleich. Bis dahin. Willkommen zurück. Willkommen zum Abschluss. Wie hast du das heißt auf Italienisch nochmal? Sommario. Also die. Also die Konklusion. Genau. Die Zusammenfassung. Summaratia im Spanischen. Summarare im Lateinischen. Addieren, zusammenfassen. Tja. Die Zigarre legt über den Rauchverlauf immer ein bisschen zu, finde ich. Wird nach und nach schön kontinuierlich, ganz langsam, sanft immer stärker. Aromen verdichten sich. Zum Schluss kommen diese schönen Gewürze, ein bisschen Vanille, ein bisschen leichte, ganz leichte Süße, aber auch eine Fruchtigkeit und ganz leichte Säure dazu. Also sehr schön ausgeglichen und der Wein passt gut dazu. Sehr gut, Kevin. Nicht zu viel Tannin bei besonders tanninstarken Rotweinen, oftmals die noch ein bisschen Entwicklungsbedarf haben. Da wird es immer ein bisschen gefährlich in der Kombination, sonst wird es manchmal etwas kratzig. Aber diese Kombi passt sehr schön. Ja. Kleiner Nachtrag zuvor noch, weil am Anfang wir mal die umgekehrte Reihenfolge gemacht haben jeweils. Also ich habe erst gekattet und dann gezündet und du hast erst gezündet und dann gekattet. Ja. Also wir haben beide gemerkt, der wirkliche Unterschied ist so also großartig. Marginal nicht da. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Bisschen habe ich gemeint, aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Also niemals. Ja. Also ich meine, es sind ja auch keine Laborbedingungen hier. Also ich halte das für ein Gerücht, dass es da wirklich. Gut, wir haben ja sauberes Gas, also es ist ja kein rußendes Benzinfeuer, über das wir das jetzt hier anzünden. Genau. Also, ich weiß nicht. Geht beides und wenn nicht, dann ist es einfach eine umgekehrte Reihenfolge. Ja, also, machen Sie, wie es Ihnen beliebt, wie es Ihnen gefällt. Genauso ist es richtig. Ja, wir gehen jetzt nochmal schön essen. Natürlich italienisch, wie es gehört. Genau. Hast du ein Video, weil ich muss sagen, die Zigarre macht ganz schön Appetit. Also, ja. Ich hoffe, dass man es nicht hört, aber bei mir knurrt und rumort. Also, ist jetzt so schön was gegessen und schön Weinchen noch dazu. Passt perfekt. Passt wunderbar, ja. Dolce Vita, wie es sein soll. Ja, ja. Fehlt nur noch die Sonne. Ist jetzt ein bisschen drück geworden, aber kommt alles wieder. Kommt alles so. Ach, hier habe ich dich überhaupt von meinem neuesten Vorhaben informiert. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, ob Sie es verfolgt haben. Ich habe es durch die Boulevardpresse mitbekommen. Mein Freund Thomas Gottschalk, der... Ja, genau. Der, wetten das. Er macht ja noch mal. Ja, genau. Und einmal noch. Und ich werde ja 70 und ich habe ja mein Leben lang schon darauf gewartet, ich will ja auch mal rein. Stimmt, wetten das war ja immer dein Traum. Immer genau. Das. Ich meine, ich werde ja so eine Sendung vielleicht, wenn es möglich ist, mal nachbauen. Aber wenn es das echt hier nochmal gibt, ich werde mich, sobald der Startschuss fällt, ist noch nicht möglich, aber dann werde ich mich als Kandidat bewerben. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich genommen werde. Steht ja alles frei. Jedenfalls, es gibt, und das ist meine Wette, die Krimiserie Hart aber herzlich. Die spielt so in den 80er Jahren. 200 ein paar gequetschte Folgen. Und meine Wette ist, ich erkenne innerhalb von 10 Sekunden jede Folge. Oha, stell dir mal vor. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Ja, ich mache ja schon, ich gucke dir ja schon 14 Jahre rauf und runter. Okay. Also wenn ich wäre dann. Und wenn es klappen sollte, wenn die mich nehmen, ja. Stell dir mal vor, Millionen Publikum. Boah, das wär's. Dann erreiche ich wirklich mal Leute. Ja, das wäre wirklich. Da werde ich auf dem Zenit stehen. Das wäre wirklich was. Ja, und dann verliere ich die Wette. Oh. Dann lachen mich alle Leute aus. Aber dann ist es, glaube ich, nur der Nervosität geschuldet. Also ich glaube schon, dass du da Fachmann bist. Naja gut, manchmal kommst du da nicht drauf. Ja, na klar. Jedenfalls, ich habe mir schon überlegt, ich muss mir ein Outfit machen lassen. Okay. Ich muss vorher zum Wempe, ich brauche alles Gold, was möglich. Ich muss mich behängen wie ein Baum. Ich muss ja einen Eindruck machen. Stell dir mal vor, der Thomas, der kommt ja auch immer in ausgefallene Sache. Das stimmt, das war unser Markenzeichen. Ja, stell dir mal vor, der muss schon mithalten. Auf jeden Fall. Muss ich sagen, Thomas! Aber das wäre es, ihr beide dann wirklich, ja. Dein Idol neben dir. Nein, Idol würde ich nicht sagen, aber es ist... Okay, zumindest, ja. Das ist doch mal ein Erlebnis. Das wäre auf jeden Fall... Vor allem die Abschlusssendung. Da guckt jeder drauf, jeder will das nochmal sehen. Und ein Ereignis, ja. Das muss... Ich versuche es. Ich weiß nicht, ob es klappt, ob die mich nehmen. Das liegt nicht in meiner Hand. Aber ich werde mich bewerben, sobald der Startschuss fällt.
Ich bin das, gespannt, ja. Um nochmal Hoffnung zum Abschluss zu vermitteln. Ja, und damit, denke ich, wollen wir die Sache jetzt auch langsam dann, wollen wir die Fahne einrollen. Genau. Ja. Meine verehrten Damen und Herren, wir bedanken uns ganz recht herzlich für Ihr Einschalten, für Ihr langes Durchhaltevermögen. Das wird wieder eine lange Sitzung. Und freuen uns schon auf die nächste Sendung. Was machen wir das nächste Mal? Machen wir Spanien? Können wir machen. Ja? Wir sind für viele Sachen schon gewidmet, also bleiben Sie dran. Ich denke, auch da mit der Serie hier, mit dem internationalen Roadtrip quasi des Genusses, ja. Da wartet hoffentlich noch einiges Schönes auf Sie, auf uns. Freuen wir uns drauf. Ja. Also meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Grazie. Grazie per esistere.